Dann einmal herzlich willkommen heute zu unserem Vortrag Artificial Intelligence, Zukunft, was bereits heute möglich ist. Na, möchte er noch nicht? Oder auch nicht? Machen wir was so. Kommen wir einmal ganz kurz dazu, wer sind wir? Wir sind die SQLI. Wir sind eines der führenden Digitalagenturen in Europa. Wir haben über 2000 Mitarbeiter, sind ganz in Europa vertreten, bieten im Prinzip einen Full Service an. Das heißt, wir bieten an die Beratung, die Umsetzung und natürlich auch einen Aftercare. Wir haben Kunden wie die Airbus, die auch hier ist. Natürlich auch wie Hans Grohe und weitere namhafte, denke ich mal, Kunden, die man auch wirklich kennt. Was machen wir am Ende? Habe ich gerade schon so ein bisschen eingeleitet. Wir unterstützen Sie halt bei der Technologietransformation, beim Digital Consulting, beim Customer Experience, also sprich UX-Themen, natürlich auch im E-Commerce-Bereich und Data Insights. Das heißt, nochmal zurück, was ich gerade gesagt habe, wir haben halt ein wirklich Full-Service-Unternehmen, alles aus einer Hand. Komme ich einmal dazu, wer wir hier sind. Das war einer zu weit. Einmal mein Kollege. Ja. Mein Name ist Dustin Christen, ich bin 20 Jahre alt, arbeite seit etwa 3 Jahren im Bereich PIM, MDM, MAM und bin jetzt auch seit 3,5 Jahren als Softwareentwickler tätig. Super, danke dir. Mein Name ist Michael Schulz, ich bin seit 2008 bei der SQLI tätig, bin eigentlich gestartet in der Technik, bin dann also zum Consulting rübergegangen und mittlerweile halt wirklich als Product Owner, habe ziemlich viel Erfahrung auch im Bereich PIM, MDM, DQ und so weiter. Natürlich auch in den Business-Bereichen, weil ich da halt schon echt viele Projekte gemacht habe. Ich komme mal hier rüber. Für das Wechseln. Willst du was machen? Danke. Ja. Dann wechseln wir mal. Ja. Kommen wir zum Wesentlichen. Künstliche Intelligenz. Aber was genau versteht man unter diesem Begriff? Das Wirtschaftslexikon Gabler definiert diesen Begriff wie folgt. Erforschung intelligenten Problemlösungsverhaltens sowie die Erstellung intelligenter Computersysteme. Künstliche Intelligenz, KI, beschäftigt sich mit Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die, wenn sie vom Menschen gelöst werden, Intelligenz erfordern. Für uns ist das heute alles kein Neuland mehr. Sie alle begegnen künstlicher Intelligenz jeden Tag. Sie nutzen Ihr Smartphone, Sie haben vielleicht eine Alexa zu Hause, eventuell teilt Ihnen Ihr Kühlschrank mit, sogar mit, dass Sie endlich mal wieder Milch kaufen müssen. Oder die Kinder eine Gemüsemangelernährung durchmachen, weil sie immer noch keine Paprika gekauft haben. Aber Scherz beiseite, viele KIs unterstützen uns schon heute im Alltag. Vor 3 Jahren hat Google ihren AI Assistant Google Duplex präsentiert und ich möchte hier einen kurzen Ausschnitt zeigen. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So happening out here. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Google ist sicherlich einer der Big Player im Bereich KI, wenn nicht sogar der Big Player. Eine Füllwörter benutzende KI, die akustisch nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden ist. Doch das tangiert uns im Bereich PIM-MDM eher weniger. Für uns sind die Begriffe Big Data und Data Mining von hohem Wert. Aber was bedeutet das? Wir sprechen hier heruntergebrochen vom Sammeln von Daten, deren Auswertung und dem Ziehen von Rückschlüssen und Anwendungen auf Zukünftiges. Auch hier gab es bereits vor 5 Jahren Ansätze und enormes Potenzial.
aber auch Gefahren, wie David Kriesel, Data Scientist auf der 33C3 des Chaos Computer Club in seinem Vortrag über Reverse Engineering gezeigt hat. Ich werde euch nämlich für was sensibilisieren. In diesem Plot ist jede Zeile ein Autor und von links nach rechts vergeht die Zeit. Und jeder farbige Strich ist ein vom jeweiligen Autor veröffentlichter Artikel. Und wenn wir die Autoren kennen, und das tun wir ja jetzt, dann wissen wir natürlich auch sehr genau, wer wann veröffentlicht. Wir sehen zum Beispiel diese Zeile mit regelmäßigem Muster. Das ist ein Kolumnist, der veröffentlicht genau im Wochentakt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und bei den Leuten, die Tagesgeschehen veröffentlichen, ist die Dichte höher. Und das heißt, wir wissen bei denen umgekehrt auch relativ gut, wann die Urlaub machen. So, das sind nämlich die Lücken in den dicht gefüllten Zeilen. Und wenn wir aber die Urlaube ungefähr kennen, dann wissen wir auch ungefähr, wessen Urlaube sich überproportional überschneiden. Ne? Sachen wie Weihnachten, die fast alle Urlaub machen, die kann man ja einfach rausrechnen. Ne? Und ich appelliere jetzt an eure Berufserfahrung und mutmaße mal ganz wild, dass ihr auch schon mal Kollegen hattet, die irgendwie immer gleichzeitig in Urlaub waren. Ne? So. Also Spaß beiseite, aus solchen Daten kann man ohne weiteres lesen, wer mit wem was hat. Ne? Sie haben hier ein mögliches Ergebnis von Data Mining gesehen. Was hat David Kriesel getan, um an dieses Ergebnis zu kommen? Er hat über den Zeitraum von 2,5 Jahren etwa 100.000 Artikel der Webseite des Spiegels, Spiegel Online, heruntergeladen und gesammelt. Alle Artikel wurden heruntergeladen und alle paar Minuten versioniert gespeichert. Hieraus wurden verschiedene Attribute, zum Beispiel Rubrik und Veröffentlichungszeitraum, extrahiert und interpretiert. Das alles ist für Sie sicher interessant oder auch lustig. Oder beunruhigend, aber in Ihrem Unternehmen nicht nutzbar. Was uns das aber zeigt, ist, dass auch aus wenig oder vermeintlich unwichtigen Daten oft Rückschlüsse gezogen werden können, um echten Mehrwert zu schaffen. Wie genau funktioniert aber künstliche Intelligenz? Hierzu müssen wir die Begrifflichkeiten, die Ihnen auch in unserer Demo noch einmal über den Weg laufen werden, erst einmal etwas auseinandernehmen. Denn was wir oft als KI zusammenfassen, besteht aus einzelnen Komponenten. Wir starten mit dem sogenannten NLP, dem Natural Language Processing. Das ist die Fähigkeit eines Computerprogramms, die menschliche Sprache zu verstehen. Das klingt erstmal komisch, aber bedenken Sie, wie uneindeutig die menschliche Sprache ist. Nehmen wir das Wort Glas. Hier kann ich das Wasserglas meinen oder den Werkstoffglas. Oder das Wort Tonne. Hier hätten wir zur Auswahl die Maßeinheit und das Objekt. Außerdem benutzen wir viele Füllwörter wie der, von, auch und so. Dazu kommt, dass Wörter verschiedene Formen annehmen können, wie zum Beispiel das Konjugieren von Verben. Genau das ist der Grund, warum Computer und Computerprogramme normalerweise binäre oder strukturierte Sprachen wie zum Beispiel PHP oder andere nutzen. Mithilfe von NLP können Computer auch komplizierte Sachverhalte verstehen, wie zum Beispiel Passivformen, Synonyme oder Subjekt-Objekt-Beziehungen. Eine weitere Art von künstlicher Intelligenz nennt sich Deep Learning. Dies wiederum wird genutzt, um Zahlen, Bilder und Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Hierzu werden sogenannte künstliche neurale Netzwerke mit sehr vielen Hidden Layers, also Zwischenschichten, gebildet. Diese Architektur ahmt das menschliche Gehirn nach und sucht, sehr vereinfacht gesprochen, nach Mustern. Diese Netzwerke bilden ein Subset des Machine Learning. Das Machine Learning ist der Teil, der hilft, die Daten zu interpretieren, sozusagen die statistischen Werkzeuge. Hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Erstens, das Ergebnis ist bekannt, sodass das Pferd quasi von hinten aufgezäumt werden kann. Hier sprechen wir von Supervised Machine Learning. Die Daten sind bereits gelabelt. Zweitens, das Ergebnis ist unbekannt, also müssen die Ergebnisse geclustert werden und die Maschine labelt die Daten. Unsupervised Machine Learning. Drittens, ein Teil des Ergebnisses ist bekannt, anderes nicht. Somit wird vorab gelabelt, was geht, der Rest muss von der Maschine gelabelt werden. Das nennt sich Reinforced oder Semi-Supervised Machine Learning. Kommen wir mal dazu heute, über welches Produkt oder mit welchen Herstellern arbeiten wir eigentlich? Wir arbeiten heute mit einem Teil von der Informatica. Wer ist die Informatica? Einige von Ihnen kennen die natürlich. Ist ein Softwarehersteller von MDM-Lösungen, aber auch natürlich die DQ-Lösungen oder auch Data Integration-Lösungen. Sie wurden 1993 gegründet, haben ca. 5000 Mitarbeiter und haben mehr als 80 Kunden, die in dem Fortune 100-Kreis halt sind. Sie haben ca. 250 intelligente Datenlösungen im Einsatz. Und da werden wir Ihnen heute wirklich, ich sag mal, zwei Komponente vorstellen. Das ist einmal das Informatica PIM bzw. Product 360 und das Modul, was die AI quasi
ja, ich sag mal, die Rechnung durchführt, und zwar die Claire. Die Claire ist halt ein Modul, das wurde von der Informatiker hinzugekauft, ist dann in der Version 10 oder 10.1 dann auch zum Einsatz gekommen. Und da werden wir Ihnen gleich die Demo, oder ich werde Ihnen die zeigen, wie das so alles funktionieren kann. Die Claire heißt eigentlich übersetzt, jetzt muss ich einmal selber gucken, Clairvoyant, was auf Deutsch halt Hellseher eigentlich heißt. Dementsprechend da auch mal die Parallele zu dem Begriff AI und warum das so heißt. So, gehen wir mal weiter. Dann zeige ich Ihnen jetzt heute mal in der Demo einmal kurz den Claire Accelerator, der halt wirklich zum Einsatz kommen kann, um halt AI-Rechnung oder Berechnung durchzuführen. Bevor ich aber anfange, möchte ich über ein paar Fakten sprechen. Und zwar erstmal, wie es jeder kennt, über die Hardware-Anforderungen. Das interessiert die meisten Kunden natürlich. Was brauche ich, um dieses Modul eigentlich wirklich einzusetzen? Wenn man mal schaut, ich brauche mindestens 4 Kerne. Warum? Diese ganzen Berechnungen sind natürlich sehr ressourcenhungrig bzw. rechenintensiv. Umso mehr Kerne, desto besser kann ich natürlich meine Models oder Object Models später berechnen lassen. Natürlich brauche ich auch Arbeitsspeicher, wie immer in jeder Anwendung heutzutage, und zwar mindestens 10 GB. Da habe ich natürlich noch die Softwareanforderungen, also die Claire braucht auf jeden Fall das Python. Die Minimumversion ist die 3.8.5. Und natürlich als Abhängigkeit, was ich auch gerade gesagt habe, natürlich das Product 360 ab der Version 10. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen über ein Teilgebiet, was die Claire halt durchführt, und zwar sie unterstützt beim Klassifizieren von Artikeln und Produkten. Dazu wird die Claire, ich sag mal, gespeist, und zwar durch Exporte. Das kennen die Kollegen, die wirklich die Informatik am Einsatz haben oder gerade das Product 360. Da werden Daten rüber gescheffelt. Die Claire fängt an, ihre Modelle daraus zu berechnen, und dann dadurch getrieben gibt sie quasi Informationen in kurz gesprochen zurück, damit diese Klassifizierung der Artikel oder auch Produkte durchgeführt werden kann. Ein weiterer Punkt einfach mal, um ihn wirklich zu nennen, sind eigentlich die Best Practices, die wir jetzt mehr oder weniger schon wirklich als Erfahrung haben, um wirklich diese Claire-Berechnung oder beziehungsweise später die Trainings durchzuführen. Und zwar die Anzahl der Objekte, die ich in meinem System wirklich zum Training benutze, sollte unter 1 Million sein. Warum? Umso mehr Objekte ich der Claire erstmal am Anfang zum wirklich Befüllen gebe, umso länger dauert das ganze Berechnen natürlich. Deswegen am Anfang wirklich kleine Datensätze benutzen, peu à peu wirklich die Claire füttern. Das ist besser, als wirklich zu sagen, ich schiebe jetzt alle einmal meine Daten rüber und dann erwarte ich, dass das irgendwann, sage ich mal, alles funktioniert. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn ich Deep Learning als Methodik einsetze, der Kollege hat ja gerade die Begriffe erklärt, dann braucht die Claire mindestens 10 Stunden, um sein Modell darauf auszubauen. Das NLP ist ein bisschen schneller an der Stelle. Dann natürlich als nächster Punkt, wenn ich meine Exporte erstelle, um sozusagen dieses Datenbefüllen initial durchzuführen, dann sollte ich natürlich auch wirklich Klassen haben, die auch Objekte bzw. Verlinkungen haben, und zwar nicht zu wenig, umso mehr, desto besser. Später die Felder natürlich, die ich quasi als Input gebe, sollten nicht länger als 1000 Zeichen haben, weil am Ende ist es so, umso mehr Zeichen ich natürlich in meinen Texten als Beispiel habe, umso unspezifischer wird es. Dann die Kategorien, die ich auch als Input gebe, also die Klassifikation sollte sich im 100er-Bereich von den Gruppen wirklich befinden. Auch hier, umso mehr Gruppen ich habe, umso schwieriger wird es am Ende für die AI, die Berechnung durchzuführen. Dann noch ein weiterer und letzter Punkt. Egal ob für NLP, also das Natural Language Processing oder das Deep Learning. Ich hoffe, das kann man auch so ein bisschen erkennen. Wo fange ich überhaupt an, wenn ich die Claire einsetze? Ganz klar, es startet beim Training. Ich muss ja erstmal meine Claire beibringen. Was sind die Daten, mit denen ich arbeite? Wo sind diese normalen Daten eigentlich zugewiesen und wie kann sie sich dann verhalten? Ich lasse mal das Video ein bisschen laufen und werde Ihnen mal anhand des Videos einmal erklären, was ich da so mache. Also es fängt an, wenn ich die Claire oder den Accelerator im Einsatz habe, befindet sich auf der linken Seite ein neuer Punkt, der sich AI Trainings, also wirklich nennt. Und dahinter stecken eigentlich nichts anderes, wie ich am Anfang auch gesagt habe, als Exporte. Die Kollegen, die das PIM schon im Einsatz haben, wissen genau, was die Exporte da machen. Hier ist halt nur ein neuer Reiter hinzugekommen. Ja? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich kenne KI, aber können Sie vielleicht kurz sagen, was Sie da reingeben und was das Ergebnis sein soll? Komme ich gleich zu. Weil das erschließt sich mir im Moment nicht, was die KI erkennen soll.
Okay, komme ich sofort zu, weil das ist jetzt auch so mit in den Trainingsbereich, wo ich Ihnen versuchen werde, was ich da reingebe und was das Ziel eigentlich ist. Wenn Sie da noch Fragen haben, melden Sie sich ruhig, kein Problem. Also wie gesagt, ein neuer Punkt über die AI-Trainings, die man einfach einstellen kann. Das kann man jetzt leider von der Auflösung hier nicht so gut sehen. Ich gebe hier halt meine Werte rein, was möchte ich exportieren, welche Sprache, welches Klassifikationssystem, einfach mal wirklich die Basics, um dann was zu machen. Der Kollege hat ja gefragt, ich gebe nichts anderes rein als eigentlich Texte, zum Beispiel eine Kurz- und eine Langbeschreibung meines Artikels, und ich gebe eigentlich die Zuweisung rein, also in welcher Gruppe in meiner Klassifikation ist dieser Artikel zugewiesen. Und aus diesen, ich sag mal, drei Datensegmenten wird die Claire sich ein internes Modell aufbauen. Und das unterstützt mich dann später bei meinen Aktionen, da komme ich aber gleich in den nächsten Videos drauf, eben genau dahin, dass ich weiß, oder dass die Claire dann weiß, welcher Artikel kann womöglich in welche Klassifikationsgruppe passen. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja klassifizieren. Also wenn man sich vorstellt, technische Klassifikation, ich sage genau hier, mein Akkuschrauber ist ein Akkuschrauber. Oder auch eben genau, wir sind heute auf einem Print-Event, Output-Klassifikation, ein Katalog. Ich möchte ja wissen, wo möchte der ausgegeben werden. Das ist ja eben genau das, auch wo der Kunde am Ende des Tages ziemlich viel Zeit verwendet. Also eigentlich beim Onboarding, ne, wenn ich Daten, große Datenmengen importiere, muss die mappen auf meine genau. PIM-Struktur. Korrekt. Korrekt. Und das ist wirklich genau da, wo dieses Claire oder diese Software unterstützt und dem Anwender am Ende des Tages Arbeit abnimmt. Man muss auch sagen, bevor ich jetzt weitermache, am Anfang lernt sie natürlich. Das heißt, ich kann noch nicht erwarten, dass nach dem ersten Export oder nach dem ersten Datenbefüllen dieses System zu 100% funktioniert. Ich muss immer wieder peu à peu meine Claire neu oder updaten, sage ich mal. Und daraus lernt sie, daraus wird sie effektiver. Aber am Ende des Tages, und da kommen wir dann auch mal später da wirklich zu, was bringt uns diese Claire? Da zeige ich Ihnen mal unsere Erfahrungswerte, die wir wirklich gemacht haben. Aber das machen wir später. Wie gesagt, ich stoße hier eigentlich nur einen Export an. Das können wir auch gleich überspringen. Ich habe schon relativ, glaube ich, gut erklärt. Der dann genau meine Daten, und zwar zum Beispiel eine Kurzbeschreibung, eine Langbeschreibung und eben die Klassifikationszuweisung als Dateninput liefert. Ich stelle hier jetzt gerade nur die Sprachen ein, beziehungsweise wir arbeiten heute mit einer sogenannten Amazon-Struktur. Ich denke mal, da wird sich jeder wiederfinden. Man sieht es jetzt eigentlich recht easy. Ich habe den Export auch schon gestartet. Der läuft jetzt hier im Hintergrund. Da ich NLP genutzt habe, geht das auch, wie ich es gesagt habe, ziemlich schnell. Und dann ist mein Modell eigentlich trainiert. Jetzt zeige ich Ihnen noch einen Punkt, der hier wirklich wichtig ist. Einmal kann man es natürlich, wenn man die Software kennt, kontrollieren in der Prozessübersicht. Dann kann man hier halt die Werte erkennen, jetzt leider in der Auflösung nicht so ganz. Und man hat eigentlich noch einen zweiten Reiter, wo ich gleich hinkomme, wo man sehen kann, wie gut ist eigentlich meine Accuracy. Also wie gut ist das Modell oder die Daten, die ich reingegeben habe, was für einen Wert erreicht das? Dann kann man sich das so vorstellen, man hat also schon ein PIM-System, da sind schon Produkte drin, die sind auch schon klassifiziert, da haben wir 1 Million Werkzeuge. Ja. Jetzt exportiere ich die als Trainingsdaten. Korrekt. Um meine AI zu... Korrekt. Wenn das 1 Million erste Produkt kommt, um dann zu raten, wohin wir das. Genau, genau. Und man kann auch wirklich sagen, Sie haben jetzt gerade, ich sag mal, so eine Zahl genannt. Also wenn ich wirklich mit der Claire anfange, ich sollte mindestens, ich sage jetzt mal so mit 10.000 Artikeln als Data Input arbeiten, die wirklich schon klassifiziert sind. Ansonsten bringt das einfach nichts, weil es viel zu wenig Daten für die AI sind. Natürlich am besten auch in unterschiedlichen Klassifikationen, weil wenn ich nur eine Gruppe reingebe, kann ich ja nicht erwarten, dass quasi in eine andere Gruppe klassifiziert wird. Das ist ganz klar. Hier vorne, ich versuche es mal jetzt so ein bisschen zu erklären. Hier sieht man jetzt im Prinzip einmal diese zwei Modelle, und zwar einmal dieses Deep Learning und Natural Language Processing. Ich habe jetzt hier in meinem Demosystem eine Accuracy einmal erreicht von 48 und 57. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich gering an. Weil Menschen, wir arbeiten ja eigentlich immer im Kopf mit 100. Wir wollen immer die 100 erreichen. Hier in diesem Fall ist es aber so, die 100 werde ich nicht erreichen. Weil ansonsten bin ich fertig mit Klassifizieren. Die ist so überfüllt, die Claire, dass eigentlich alles, ich sag jetzt mal, schon fertig sein müsste, damit ich die 100 erreiche. Also ein wirklich guter Wert an der Stelle ist wirklich zwischen 60 und 80. Damit kann ich dann wirklich schon rechnen, dass ich so relativ präzise bin und dass ich nur noch wenig Fehlerfälle habe, weil das kann natürlich immer noch vorkommen. Ich kann immer noch Fehler haben, wo die Claire zwar einen Vorschlag macht, dazu komme ich später mit diesen Vorschlägen, aber immer noch diese Klassifizierung, ich sag mal, falsch erscheint. 60, 80 ist gut,
40 bis 60 ist jetzt halt auch ein Durchschnittswert. Jetzt läuft das Video gerade weiter, sehe ich. Das ist ein Durchschnittswert, damit kann man arbeiten, das ist aber eigentlich erst der Start. Alles darunter würde ich sagen, hier brauche ich die Claire eigentlich gar nicht einzusetzen, weil dann ist sie zu unpräzise. So, ich habe noch einen Punkt, den ich noch vorher machen werde, bevor ich jetzt wirklich mal das Tuch fallen lasse und zeige, wie funktioniert die Claire. Und zwar möchte ich Ihnen noch mal kurz den Eindruck geben oder noch mal einmal kurz abholen, wie läuft denn die Klassifizierung heute ab im Informatica Product 360. Zeige ich Ihnen auch ein kurzes Video und erkläre so ein bisschen dabei. Und wenn Sie Fragen haben, machen Sie es ruhig, gar kein Problem. Also wie wir es kennen, normalerweise ist es so, ein Kunde steigt bei uns eigentlich über eine Art Dashboard ein. Da kann zum Beispiel Task beinhalten, wo ich jetzt gerade mit der Maus zeige. Kann aber auch sein, dass hier die Queue-Kanäle definiert sind, wo ich dann wirklich meine Datenqualität drüber einsehen kann und sehe zum Beispiel, wie meine Artikel, in welcher Anzahl klassifiziert sind oder nicht. Über das rote Kreuz, das war jetzt ein bisschen schnell, denke ich mal, aber ich erkläre es mal trotzdem weiter, konnte ich sehen, da waren Artikel nicht zugewiesen, da habe ich draufgeklickt und jetzt zeige ich mir gerade die Artikel an. Dann haben wir jetzt hier unsere Sicht. Ich suche mir mal einen Artikel raus, das dauert jetzt wieder 1, 2, 3 Sekunden. Jetzt bin ich mal ausnahmsweise schneller mit dem Reden. Ich muss dann meine Klassifikation auf der linken Seite öffnen, muss die Gruppe suchen, wo ich sie gegebenenfalls zuweise, dadurch, dass es ein Demo-Case ist. Ich weiß ganz genau, wo es erstmal hin muss. Dementsprechend geht das relativ fix. Ich werde jetzt gleich per Drag and Drop den Artikel wirklich in diese Gruppe klassifizieren. Ich denke mal jetzt so, ich habe so circa 30 Sekunden dafür jetzt gebraucht. Wie gesagt, ich wusste, wo der Artikel hin muss, deswegen ging es relativ schnell. Ich denke mal, in Ihren Alltag, das kann durchaus länger dauern. Weil ich bekomme vielleicht einen neuen Artikel vom Lieferanten, den kenne ich noch nicht. Ich habe vielleicht auch noch keine Gruppe, ich muss noch mal in meinen Baum suchen, wo geht der eigentlich rein, und das verschwendet Zeit am Ende des Tages. Zuweisung ist erstellt. Ich zeige das jetzt auch noch mal mit einem fremden Beispiel, wo ich jetzt einfach mal, gerade hatte ich Arbeitsspeicher, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt bin ich beim Fernseher, da bin ich natürlich nicht mehr in der gleichen Gruppe. Jetzt muss ich wieder auf der linken Seite in meinen riesigen Baum suchen, wo sind denn die Fernseher? Also wir haben von Kunden, ich sag mal, so einen Erfahrungswert gehört, dass die brauchen für einen Artikel zwischen 2 und 5 Minuten, wirklich um diesen korrekt zu klassifizieren. Gegebenenfalls auch noch einen Status zu setzen, gegebenenfalls einen Kollegen zu informieren, das benötigt alles Zeit. Und dementsprechend ist ein logischer Schritt, dass uns später die Claire wirklich dabei unterstützt. Na, eine weiter. So, kommen wir jetzt wirklich mal zum Punkt Claire. Ich habe viel darüber geredet, wir haben viel über das AI-Thema gesprochen, ich habe aber noch nicht viel über die Claire gezeigt. Dementsprechend möchte ich Sie jetzt einmal da heranführen, wie das mit der Claire funktionieren kann. Sie sehen vielleicht als erstes, ich bin nicht mehr in diesem Rich Client, den auch viele User mittlerweile versuchen zu meiden, indem sie einfach den Web-Client benutzen, weil der einfach etwas schöner aussieht, etwas intuitiver ist als der Rich Client. Klar, Kunden, die natürlich mit einem Rich Client groß geworden sind, die benutzen den natürlich weiterhin, das kennen wir auch, das Thema. Aber es geht definitiv dahin, dass quasi dieser Web-Client eigentlich mehr und mehr genutzt wird. Auch hier fangen wir mit dem Dashboard an, genauso wie gerade auch. Ich kann mir meine Artikel anschauen, ich kann mir hier meine Task anschauen, wie ich es gerade auch vorhin hier gesagt habe. Ich kann mir gleich meine Artikel anzeigen, die vielleicht heute noch nicht klassifiziert sind. Das heißt, der Einstiegspunkt, der muss sich gar nicht verändern. Muss er nicht. Das heißt, ich zeige mir jetzt die Objekte an. Ich habe jetzt meinen Webclient. Ich kann jetzt meine Artikel selektieren, wenn ich das möchte. Und dann gehe ich eigentlich über den Punkt Aktionen, heißt er. Und da habe ich mein Kontextmenü. Jetzt öffne ich eine FlexUI. Eine FlexUI ist eigentlich nichts anderes als eine Perspektive nur im Web, die für einen spezifischen Fall ist. Und in dieser FlexUI wähle ich jetzt einfach mal diese Classification Claire NLP und Deep Learning aus. Das heißt, ich habe beide Technologien, wo ich mal gucken kann, welche matcht jetzt eigentlich besser. Man kann das auch einzeln machen, aber ich habe jetzt hier beide gemacht, damit wir jetzt hier den Demo-Rahmen nicht zu groß machen. Leider sieht man es von der Auflösung nicht, aber auf der rechten Seite ist jetzt eigentlich die Claire-Komponente eingebaut. Und wenn ich jetzt links auf den Artikel klicke, ich kann mir nochmal die Kurzbeschreibung oder auch Langbeschreibung angucke, dann habe ich hier rechts den Vorschlag und sehe, wie gut matcht der Artikel eigentlich. Das heißt, ich habe auch da ein Labeling-Tape ausgewählt oder
wie jetzt hier, Taschen, ähnliches. Ich habe hier eine Prozentzahl, die ist relativ hoch. Natürlich, weil ich meine Claire darauf abgestimmt habe, dass wir bei Ihnen eher, ich sag mal, wahrscheinlich im 80- bis 90er Bereich sein. 100 ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn das okay ist, ich brauche jetzt nichts anderes mehr zu machen, als auf Apply zu drücken. Ich kann wirklich sagen, Apply, 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 Apply und ich habe 5 bis 10 Artikel. In wenigen Sekunden habe ich die klassifiziert. Auf manuellem Wege noch, klar. Es gibt auch gleich noch eine Komponente, die zeige ich Ihnen auch noch, die macht das automatisiert. Das heißt, das, was wir jetzt hier machen, sind aus meiner Sicht die ersten Steps, wo eigentlich Kunden wirklich mit anfangen, wenn sie wirklich die Claire einsetzen. Erstmal den manuellen Weg, dann wirklich zuweisen, später wieder die Claire anlernen und so das Modell sozusagen füttern. Wenn ich weiß oder wenn ich merke, mein Modell passt und wird immer besser, dann kann ich auf den automatisierten Weg umschwenken und kann den wirklich benutzen, um zu sagen, ich nehme jetzt 1000 Artikel und guck mal, was die Claire am Ende des Tages macht. Würde man auch so eine Unterscheidung machen, dass wenn ich nur zu 95% matche, dass ich dann sage, den mir nochmal angucken? Ja, komme ich gleich zu, sage ich direkt. Ich will jetzt hier ein paar Artikel mal aus, wo ich genau dieses Autoklassifizieren, sozusagen diesen automatisierten Weg machen werde. Das passiert hier über eine Datenqualitätsregel, die sozusagen die Claire anstößt. Datenqualitätsregeln kann man im Informatiker sozusagen automatisiert laufen lassen. Und genau in dieser Datenqualitätsregel kann ich definieren, wenn der sogenannte Threshold, das ist also mein Schwellenwert, ich sage jetzt mal über 90 ist, dann machst du eine Zuweisung und wenn er unter 90 ist, eben nicht. Bei diesen Autozuweisen würde ich auch wirklich den Wert relativ hoch setzen. Weil ich möchte ja natürlich Fehler vermeiden. Das heißt, wenn ich hier ab 90% anfange, kann ich mir sicher sein, das sollte eigentlich im Regelfall passen. Wenn ich hier mit 60 rechne, kann es natürlich passieren, dass ich auch wirklich Fehler habe. Dementsprechend den Schwellenwert sehr hoch hier ansetzen. Beim manuellen Weg habe ich natürlich immer die Möglichkeit, selber zu entscheiden, passt es oder passt es nicht. Eine kleine Unterstützung, die ich Ihnen hier noch geben kann, ist, wenn ich mit diesem automatisierten Weg arbeite, ich würde trotzdem immer noch darauf hinweisen, würde sagen, ich würde ein Statuskonzept wirklich mit einfügen, das wirklich diese Autoklassifizierung am Ende unterstützt, weil nicht, dass Sie dann am Ende des Tages, ich sage mal, eine Vielzahl an Artikeln automatisch klassifiziert haben, aber die passen gar nicht, die werden nicht mehr kontrolliert. Ich würde das wirklich unterstützend hier auswählen. Ich zeige es gerade hier. Das ist natürlich auch der manuelle Weg eines Users am Ende. Kann man machen, kann man aber auch sicherlich anders machen. Das ist jetzt nur ein Standardsystem. Haben Sie dazu noch Fragen? Vielleicht. Okay. Jemand anders? Gut. Was wir gemerkt haben, das ist der Punkt, den ich gerade so ein bisschen angeteasert habe. Die Claire im Moment ist eigentlich eher nur in diesem Webmodul verfügbar. Wir haben natürlich gemerkt, dass es Kunden gibt, die sind natürlich durch die Historie sehr an den Rich Client gewohnt und die sagen, wir vermissen diese Funktionalität im Rich Client. Ich zeige Ihnen nur einen kurzen Ausschnitt, weil die Funktionsweise an sich habe ich Ihnen erklärt, aber ich zeige Ihnen nochmal, wir haben jetzt hier eine Erweiterung, die nichts anderes macht, als diese sogenannte Claire Recommendation auch wirklich im Fat Client einmal anzuzeigen. Das heißt, wie man es kennt, man prüft seine Beschreibung nochmal als Beispiel. Und dann kann man gleich, wenn man die geprüft hat und quasi im Hinterkopf hat, mit einem rechten Mausklick kann man auf diesen Artikel klicken und kann sagen, Claire, gib mir mal bitte einen Vorschlag, wo dieser Artikel oder dieses Produkt klassifiziert werden kann. Ich sehe jetzt hier 64% Match, es hat aber gepasst. Dementsprechend habe ich draufgeklickt und auch dieser Artikel ist jetzt zugewiesen. Das war es von meiner Demo. Wenn Sie keine Fragen haben, würde ich jetzt einfach mal weitermachen. An meinen Kollegen übergeben. Ja, also wir haben gerade gesehen, wie das alles funktionieren kann. Was bringt Ihnen das nun aber? Dafür müssen wir einen Blick in den Alltag der Datenpflege und Datenanreicherung werfen. In einem europaweit tätigen Großhandel mit Artikeln aus unterschiedlichsten Bereichen bedeutet das, die einzelnen Artikel zu klassifizieren, Produkte zu bilden, Attribute zu prüfen und deren Inhalte zu pflegen. Ohne eine intelligente Lösung wie Claire fallen hier je Artikel etwa 5 Minuten an. Mit steigender Artikelanzahl sinkt dieser Zeitaufwand aufgrund von Synergieeffekten auf ca. 3 Minuten je Artikel. Wir sprechen also bei 100 Artikeln etwa von einem Zeitaufwand von 300 Minuten oder 5 Stunden. Mit Claire, die den gesamten Klassifizierungsprozess übernimmt, kann bei 100 Artikeln eine Ersparnis von etwa 20% erreicht werden.
Somit sprechen wir von 240 Minuten oder 4 Stunden. Wenn Sie weiter hochgehen, also mehr Artikel klassifizieren, kann das eine Zeitersparnis von 10 bis 15 Stunden ausmachen. Was bedeutet das für die Zukunft? Und wo kann diese Technologie eingesetzt werden? Dies hängt natürlich vom Produkt und Ihrer Softwarelösung ab. Denn nicht nur Informatiker arbeitet mit Hochdruck an intelligenten Features. Der nächste Schritt für Informatiker, der hier aber auch bereits sehr nahe liegt und Sie merklich entlasten wird, ist die Autoreferenzierung oder auch Entity Matching. Verknüpfung von Produkt und Zubehör, Assets oder Ersatzartikeln, Up- oder Downselling, Cross-Selling, alle Referenzen, die Sie heute aufwendig anlegen müssen, könnten in Zukunft von Claire übernommen und erledigt werden. Weitere Bereiche, in denen Claire bereits heute lernt, sind Datenqualität, hier vor allem Data Anomaly Detection, also das Auffinden von Anomalien, und Mass Data Correction, also die Korrektur von Massendaten, oder auch verbessertes individualisiertes Empfehlungsmanagement, basierend auf Daten aus allen angebundenen Systemen wie CRM und ähnliches. Aber um es zu erwähnen, wir haben gerade dieses Autoklassifizieren ist wirklich in dieser Product 360 Software oder in der Softwarelösung mit drin. Diese anderen Punkte wie Entity Matching oder diese Data Quality, Anomaly Detection, ist in anderen Softwareprodukten mit verankert, aber eben nicht in der Product 360 im PIM-Produkt. Klar ist aber auch, dass eine künstliche Intelligenz immer noch einen Menschen benötigen wird, der ihr beim Lernen hilft, Umsetzung prüft und Korrekturen vornimmt. Ebenso wie eine entsprechende Datenmenge, anhand derer sie Daten extrapolieren können. Für die Autoreferenzierung sind dies aktuell beispielsweise etwa 10.000 gemappte Datensätze, um eine verlässliche Datenbasis zu haben. Letztlich kann eine künstliche Intelligenz nur in Symbiose mit echter Intelligenz funktionieren. Virginia Rometty, die Executive Chairwoman von IBM, hat dies sehr passend zusammengefasst, als sie sagte, einige Leute nennen es künstliche Intelligenz, aber in Wirklichkeit wird uns diese Technologie verbessern. Ich denke also, dass wir statt künstlicher Intelligenz unsere Intelligenz erweitern werden. Ja, ich hätte mal eine Frage. Und zwar gibt es ja auch von den großen Playern, also Google, Facebook, Amazon und so weiter, APIs, die man auch bei AWS zum Beispiel dann anlegen kann. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Welche von denen sind wirklich hilfreich und nützlich? Also jetzt in der Kombination mit dem Informatikerprodukt noch nicht. Genau, weil die haben ja ihre Klärmaschine. Genau. Ich bin jetzt von Content Surf, kann das natürlich nicht bei uns einbauen, aber es gibt halt Services wie zum Beispiel Google Vision, die extrem gut funktionieren, die man halt aufrufen kann. Und da wollte ich mal fragen, habt ihr andere gesehen oder hat irgendjemand hier mal andere Services gesehen, die gerade sowas wie Autoklassifizierung gut können etc.? Und gut, ein Markt. Also ich denke mal persönlich, wenn man eine API-Layer auch im Content-Surf, das hat man ja, wenn man da, ich sag mal, andere Softwarelösungen dran flanschen kann, dann kann die da durchaus wahrscheinlich auch helfen. Das ist aber wahrscheinlich jetzt nicht, dass es auch hier gerade großartig im Einsatz bei anderen Kunden schon ist, sondern wäre dann wahrscheinlich ein First Steps quasi. Ja. Sie haben ja sehr schön gesagt, was man an Zeit sparen kann bei der Produktklassifizierung. Habe ich so verstanden, ich habe 2000 neue Produkte, spare ich 15 Stunden bei der Klassifizierung. KI braucht Training. Wie viel Zeit muss ich denn aufwenden, die KI zu trainen, damit ich 6 Millionen Produkte, Automobil, Aftermarket klassifizieren kann? Also mein Vorschlag oder das auch, wie wir es aufgezogen haben meistens, ist es so, ich würde das kennen die meisten PIM, ich sag mal, Verwender, einfach einen nächtlichen Export wirklich einstellen, also über den Tag ruhig, dann was da abgelaufen ist, dass ich wirklich einen nächtlichen Export habe. Dann werde ich dann meine Claire trainieren, je nachdem welches Modell benutze. NLP, was ziemlich schnell wirklich geht, das ist eigentlich nur ein Export. Meine Claire hat dann schon daraus ein Modell generiert. Wenn ich aber Deep Learning habe, muss ich dann mindestens noch 10 Stunden einplanen, wo dann das Deep Learning wirklich seine, ich sag mal, neuralen Netzwerke aufbaut. Ja, also da muss ich mal. Das ist eher menschliche Zeit in der Kontrolle und im Training der KI. Also, Rechenzeit habe ich unbegrenzt und das kostet mich ein paar Cent die Minute. Ja, da müssen Sie einfach ein Sortiment für Sie bilden, wo Sie wirklich hochwertig gepflegte Daten haben. Also das kommt so ein bisschen darauf an, dass Sie Ihre Artikel kennen und wissen, welche Texte sind wirklich, ich sag mal, so gut und welche Artikel sind so gut klassifiziert, dass damit auch, ich sag mal, ein gutes Modell gebildet werden kann. Das ist so ein bisschen ausprobieren auch.
weil man natürlich hinterher nicht weiß, wie die KI arbeitet. Aber als Kunden kennen sie wahrscheinlich ihre Daten auch am besten und können auch da relativ gute Sortimente auswählen. Also das ist eher, ich sag mal, nicht so aufwendig. Und dann kommt ja noch eine weitere Komponente dazu, dass es ja auch was kostet, so eine Claire und der ganze Setup von der Engine und dem Betrieb und so weiter. Was kostet denn so ein Projekt? Ich sag mal, von den reinen Setup-Kosten kann ich Ihnen sagen, das Claire-Modul ist eigentlich ein relativ kleines, lightweight Product, also die Installation selber und Integration ist relativ schnell erledigt. Ich bin mir nicht sicher, Martin, weißt du vielleicht lizenzierungstechnisch, was das kostet oder ob es mit drin ist? Auch nicht. Also wir haben es bisher in unseren Demosystemen ohne großen Aufwand mit aktiviert bekommen mit einfachen Lizenzen. Ich weiß nicht, ob es mit drin ist, ich könnte es vielleicht mal rausbekommen noch im Nachgang. Das muss man ja auch dagegen rechnen. Ne? Klar, ich habe da jetzt natürlich ein Team von 5 Studenten in der Woche, kostet mich das Geld. Aber wenn ich jetzt Claire kaufe, kostet mich das vielleicht am Ende sogar noch mehr Geld.